Moin und herzlich willkommen wieder bei Victoria 3 mit Bremen. Und heute soll das wirklich mal eine etwas entspanntere Folge sein. Wir gehen ja jetzt in die letzte Spielphase rein und die Frage, was möchte man eigentlich groß erreichen und was ist noch so in der Welt los? Einmal ist ja natürlich noch ein bisschen Neueroberung und alles, Eingliederung, was denke ich gerade die Bürokratie kostet, oder? Ja, das dauert hier hinten alles noch ein bisschen. Gewinner aus dem letzten Krieg und insgesamt hier sieht es doch optisch ganz nett aus, wie sehr man gewachsen ist. Bin so ein bisschen am Überlegen, ob man nicht doch mal Norddeutschen Bund, vielleicht sogar Deutschland selbst angehen sollte. Habe ich noch nie gemacht in einer Partie und ja, es scheint sich irgendwie anzubieten. Also Norddeutscher Bund, drei Provinzen, die würden wir im Zweifel alle von Preußen kriegen und die zu schlagen sollte nicht das Thema sein. Außer natürlich irgendjemand springt da rein. Und das ist ein bisschen das Problem, dass einen gerade keiner mag. Die paar Handelsrouten, die noch irgendwie aktiv sind. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Also Preußen könnte man schlagen. Und auch das, was für Deutschland fehlen würde. Wir hätten ja noch so ein bisschen Kleinstaaterei, die man recht problemlos einsacken könnte. Das Problem wäre halt immer, sobald man sich eine Grenze mit Österreich schafft, könnten die einem auch den Krieg erklären. Und das könnte unangenehm werden, also wenn man erstmal hier und da ein bisschen was einsackt. Also Norddeutscher Bund und Deutschland wären durchaus möglich, aber das wird nochmal eine Menge Kriege nach sich ziehen. Und genau dafür ist es wichtig, dass die Armee unfassbar groß ist. Mit den ganzen Neubauten hätten wir dann um die 1000 Bataillone. Sehen bisher? Achso, in Preußen gab es wieder irgendeinen Aufstand. Und 400, die man dazu rufen kann. Rein zahlentechnisch dürfte das ja die größte, wobei, okay, die sind auch nicht schlecht. Ja gut, vielleicht haben die anderen zahlentechnisch noch mehr, aber gerade die russische Armee war ja technologisch ein bisschen hinterherhängt. Abgesehen für etwaige Angriffskriege bräuchte man die Armee aber auch dringend defensiv aufgrund der großen Verrufenheit. Es hassen einen alle anderen Länder, das ist ein bisschen unschön und die Verrufenheit wird man auch jetzt nicht los. Also jetzt unbedingt hier, damit der Verrufenheitsverfall höher ist, alles drin zu lassen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen aussichtslos. Vielleicht könnte man doch mal wieder versuchen, hier dass zumindest ein paar unserer Nachbarn nicht feindselig zu uns sind. Wobei, so weit reicht gar nicht hier die Diplomatie. Nebenbei, die haben auch erklärte Rivalitäten und Embargo und was weiß ich alles. Da kann man also nichts machen. Ja, also es wird sich auch nicht da viel daran ändern, dass uns alle hassen. Und das ist ein wenig unschön. Und neben der Armee hat das natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen. Weil zum Beispiel Zucker fehlt. Alle, mit denen man mal handeln möchte, die machen einem gleich Stress. Und dann auch eine Entscheidung, mehr oder minder diese Partie jetzt mal keine großen Kolonien zu haben. Im Prinzip auch keine Flotte, die größere Handelsrouten beschützen will und es will eh keiner mit uns handeln. Also vor allem auch keine Kolonien zu haben, da merkt man dann am Ende, dass einem einfach ein paar Sachen doch sehr drastisch fehlen. Zucker zum Beispiel, aber auch Gummi, was man militärisch später hier und da brauchen kann oder in der Produktion. Da hat man hier ja keine Chance ranzukommen. Und ohne muss man halt ein paar Sachen auslassen. Später, aber zum Beispiel Öl haben wir ja. So ein Flammenwerfer wäre schon noch drin. So als Beispiel, ich weiß gar keine Flugzeuge. Wir haben gerade auf jeden Fall nicht die besseren Aufklärer, die schon freigeschaltet sind. Die brauchen Gummi, ich weiß gerade nicht, Flugzeuge. Ja, wir produzieren in Rüstungsfabriken. Okay, ihr würdet auch keinen Gummi brauchen. Das heißt, Panzer könnten wir noch durchaus mitnehmen? Fragezeichen. Öl haben wir ja ein bisschen. Okay. Und vielleicht müsste man beim Forschen auch wirklich, ich meine, die Propaganda könnt ihr meinetwegen noch durchziehen, noch
bisschen Moralverlust, wie eben noch mehr ein Beruf offenbar. Hilft dir aber ansonsten sehr viel, was irgendwie die Kampfkraft erhöht. Zum Beispiel als nächstes die Truppinfanterie. Weil die brauchen auch Funkempfänger. Für die brauchen wir die Elektrofabriken, für die brauchen wir Telefone. Das würde so langsam auch mal Zeit werden. Und die brauchen Gummi. Das ist dann das Problem. Wenn man Zeit nicht hat und keine Aussicht darauf hat, daran zu kommen. Weil über Handelsrouten, wer sollte uns das denn geben, wenn ein alle hassen? Also keine, außer, ja gut, Funkempfänger importieren, aber da, die kriegt man ja auch nicht. Ein Problem nach dem anderen. Haben wir halt veraltete Infanterie mit Panzern, die nachher irgendwie das klären muss. Habe ich so ein bisschen den Eindruck, könnte es gerade darauf hinauslaufen. Das hier. Gut, es gibt nur die mechanisierte Infanterie. Die brauchen auch Funkempfänger. Ja gut, ganz ohne Gummi ist das irgendwie unpraktisch. Kolonialtechnisch ist sowieso alles Land gerade vergeben. Da gibt es hier irgendwo was mit einem netten Vorkommen in der Nähe. Moment, ich komme wieder schnell ran. Mal kurz eure Produktionsmethode. Ich weiß, dass ihr kein Gummi habt. Das starten wir auch gleich zurück. Nur eben wissen. Ja, hier unten überall. Aber halt wirklich nichts in der Nähe. Und das ist ein großes Problem, wenn man da so gar nicht rankommt. Und wie sehr das Geld runtergeht. Dabei sind doch die Steuern schon erhöht. Oder eher immer noch erhöht. Aber gut, das wird auch noch kräftig gebaut, da kann man nachher was einsparen. Also ohne Gummi wird irgendwie alles, was modernes und so, zum ganz schönen Problem, weil man es eben nicht hat. Und Zucker ist ein großes Problem und weil keiner mit uns handeln will, ist das Beste, was man dagegen machen kann, einfach noch mehr Felder zu bauen. Produzieren jetzt auch nicht übermäßig viel davon, aber besser als nichts. Ansonsten so insgesamt unter den Großmächten haben wir immer einen fünften Rang. Bei Großbritannien mit sehr viel mehr Prestige. BIP haben die anderen Großmächte auch deutlich mehr. Lebensstandard, ja. Eine bessere Bevölkerung. Ja, die haben halt von allen mehr. Das ist ein bisschen unschön. Wir könnten also natürlich, klar, wenn man Preußen schluckt und noch ein bisschen deutsche Kleinstaaterei, kommt man noch ein bisschen höher, aber an deren Zahlen kommt man einfach nicht ran. Dass ein Halt alle hassen, ist auch nicht gerade zielführend. Also und deswegen die Frage, wie macht man das mit der Militärstrategie, wenn man nicht an Gummi kommt? Relativ sicher. Oder jetzt doch noch im Akkord eine Flotte hochziehen, aber 600. Bei den diplomatischen Beziehungen muss man potenziell jeden als Gegner einbeziehen. 300, 160. Die Briten, die hätten so viele Schiffe, die könnten ohne Probleme alles kaputt machen. Irgendwie lohnt das nicht. Oder hat doch irgendwer das im Angebot? Warte, ich muss ja eben bei den. Auf den ersten Blick jetzt nicht. Auf den zweiten Blick sind das hier immer so viele Waren gleichzeitig und da übersieht man schnell mal was. Aber nee, hier ist es, es hat gerade eh keiner im Angebot. Und man kommt nicht ran. Irgendwie alles kompliziert. Aber was nicht so. Also wir glauben, Österreich-Ungarn würde Waldeck helfen. Aber wir müssen ja eigentlich nur Waldeck erobern und dann. Wäre doch der Krieg hoffentlich im Wesentlichen durch und vielleicht geben die einfach nach.
Man finde ich vielleicht mal machen hier ein bisschen, wo wir auch wirklich ganze drumherum mal mit der kleinen Starterei aufräumen. Geld ist ja eigentlich auch durchaus genügend da, auch wenn auch jede Menge Schulden abgearbeitet werden müssen. Aber das sollte soweit passen. Wir haben mit Österreich ja noch keine direkte Grenze. Also würde ich sagen, holen wir uns das. Stabilisiert das her. Natürlich ein bisschen übertrieben wirken, wirklich alle anzupfeifen. Aber es soll ja auch funktionieren. Nassau könnten wir so auch kriegen, Frankfurt auch. Genauso wie Sachsen-Meiningen. Und bei vielen anderen wird es kritisch, wenn man dann doch irgendwie sich Österreich annähern würde. Wobei Baden wäre auch noch in Ordnung. Man darf hier am besten auch nicht zu nah an Frankreich ran. Württemberg auch, dann könnte. Naja, aber wenn man sich Tirol holt, was preußisch ist, wäre man auch wieder in Österreich. Aber den ganzen Kram da unten kann man sich auf Dauer holen. Gut, jetzt schalte ich doch mal eben etwas schneller, um zu sehen, ob da nicht doch irgendwas schief geht. Noch bei der ganzen Thematik, wenn man halt ein Gummi hat und die meisten modernen Militärsachen irgendwie schon darauf aufbauen, dann müsste man jetzt hier eigentlich noch mehr machen, solange das noch nicht überall drin ist. Auch die motorisierte Aufklärung, wenn wir Automobile hätten. Oh, das ist eine spannende Frage. Wir haben doch Motorenfabriken, oder nicht? Aber lass mich raten, Automobile brauchen auch Gummi. Ja. Also ohne scheint ja nichts zu gehen in der Moderne. In den moderneren Zeiten. Bisweilen könnte die jetzt einfach bitte aufgeben. Und schon, was für eine Koalition da zu den Gegnern neigt. Wird übrigens natürlich nicht alle nur die ganze. Und warum steht ja eigentlich alle am Rhein? Es ist auch wieder dieser alte Bug, dass die manchmal alle an einen Ort rangehen, der irgendwie unschön ist. Also irgendwer von euch sollte natürlich auch mal die Front voranbringen. Marinebasis, ja, das ist nicht so entscheidend. Wollen das doch nicht ernsthaft kämpfen, oder? Ich meine, es ist ihnen ja noch nicht mal irgendwer beigetreten. Normalerweise hat die KI doch bei sowas aufgegeben oder nicht in früheren Spielversionen. Deswegen war ich jetzt doch gerade ein wenig verwundert. So, Kasernen. Okay, es dauert ein bisschen länger alles noch. War ja relativ langsam am Anfang das Tempo. Und jetzt mal wieder ein bisschen an. Die erklären alle ihre Neutralität und können sich die anderen Großmächte nicht mal gegenseitig bekämpfen. Mal danach können wir auch direkt Nassau noch wegnehmen und Frankfurt. Und wie gesagt, alles, wo man noch Grenzen, direkte Grenzen zu anderen Großmächten vermeidet, die man nicht schon hat. Weil, also haben wir eigentlich gar nicht. So, wie lange wollen die mit ihrem einen Bataillon standhalten? Nicht zu lange. Leichtes Minus, aber gut. Sollte sich gleich geben. Und inzwischen, die Privaten können ja auch wahnsinnig viel bauen. Und die nehmen immer noch fast 90.000 ein im Investitionsfonds. Also sollen die sich doch, sage ich mal, ein bisschen um die Wirtschaft kümmern, das passt schon. Ihr habt Waldeck besetzt, oder? Ja, trotzdem noch eine lange Zeit, bis die endlich aufgeben. Also selbst diese kleinen Kriege hier dauern dann echt einen Moment, weil wir können erst den nächsten erklären, wenn der da durch ist.
Also doch durchaus wichtig, das rechtzeitig zu machen, damit man eine Chance hat, den Kleinkram einzusammeln. Dann einfach mal durchzählen. Wie viele Staaten man zusammenkriegt, ob das vielleicht reicht für den Norddeutschen Bund oder auch nicht. Diplomatie spielen Großbritannien, ja. Macht mal selber da Revolution oder so. Und vielleicht kommt ja irgendeine neue Regierung, die uns sogar mal mag. Wobei bei der Riesenverrufenheit ist das eher unwahrscheinlich. 2,6. Vielleicht nehmen sie es ja jetzt schon vorher an. Bevor die Leiste ganz durchgelaufen ist. Aber es wird noch mindestens 2 Wochen dauern. Ja, Konvois sieht man gerade, sind genügend da. Was auch daran liegt, dass halt keiner mit uns so richtig handeln will. Zig Embargos und Zucker ist weiter ein Riesenproblem. Eigentlich müsste man die Felder noch weiter ausbauen, um irgendwie halbwegs da entgegenzukommen. Der Getreidepreis wird natürlich wahrscheinlich verfallen. Meinetwegen auch ein paar Weizenfelder. Man gesehen hat, Wein war auch teuer. Man könnte fast bald einen eigenen isolierten Markt aufnehmen. Aufmachen. Wenn also eh nicht viel gehandelt wird. So, da haben wir Waldeck. In Hessen ist auch schon alles eingegliedert und alles. Dann nehmen wir mal den nächsten auf der Liste. Nur so, um zu zeigen, dass sie es ernst meinen. Aber immerhin, dadurch sind jetzt ein paar endlich mal wieder in ihr richtiges Heimathauptquartier zurückgekehrt. Ist ja auch mal wieder ein bisschen lästig, wenn die immer im falschen Haku, also Bereich stehen. Und irgendwer von euch bringt die Front da voran. Mal sehen, mit etwas Glück springt Frankfurt den noch bei, aber ich glaube es ja irgendwie nicht. Und wollen die mit ihren 4 Bataillonen alleine jetzt auch unbedingt kämpfen? Ölrausch lässt nach, ja. Aber immerhin haben wir eigenes Öl. Das ist auch schon einiges wert. Die Kriegspropaganda. Nochmal 20% einberufbar. Die forschen. Man muss geradezu irgendwas Militärisches forschen. Oder die Telefone. Nehmen wir die Telefone. Falls irgendwie doch mal irgendwann Gummi reinkommt. Doch mal wieder auf 5. Jetzt ein Leute, euch wird keiner zu Hilfe kommen. Kämpft man sich dann durch einen kleinen Staat nach dem anderen. Drüben aus inzwischen auch wird da eine ordentliche Truppe aufgestellt. Streitkräfte wollen eine härtere Gangart gegen Russland. Ist eigentlich egal, also wenn sie die Beziehung noch weiter verschlechtern, die hassen uns sowieso, so wie alle anderen. Deswegen kommt es da aus meiner Sicht eigentlich auch gar nicht mehr großartig drauf an. Würde natürlich eigentlich reichen, auch wirklich nur einen Teil vom Heer zu mobilisieren, damit man wenigstens etwas Geld am Ende in der Kasse hat. Und die sind noch auf 6 Bataillone auf. Da könnte man jetzt schon Angst haben, ob das wirklich reicht. So, mit 936 dagegen. Mit allem, die wir rufen können, sind wir jetzt schon bald immerhin bei 1500. Ja gut, also marschiert da mal eben ein. Dann können wir uns Frankfurt ja auch noch holen. Wenn wir überhaupt immer ein paar Gebäude rumstehen, die man da übernehmen könnte. Ich hoffe, hier oben auch ein bisschen was, immerhin. Der Staat ist denn das hier dann? Teil, ach, die gehören auch noch zu Hessen. Und Frankfurt ist auch noch Teilstaat Hessen. Okay, aber dann hätten wir den Staat da endlich mal komplett drin.
Aber dass die bei sowas nicht aufgeben. Früher ist das doch sehr viel regelmäßiger passiert, meine ich. Dass wenn man eindeutig überlegen war, die KI sich dann auch recht schnell gesagt hat, dass sie dann lieber nichts weitermacht. Ja, es gibt genügend Probleme. Hat mit einem von denen eine Handelsroute, die natürlich jetzt auch nicht mehr funktioniert. Und es ist besetzt und wir müssen einfach nur noch mal wieder einen Moment ab, bis der Kriegswelle unten ist. Weil die komplett besetzt ist, wird das zumindest alles halbwegs schnell gehen. Ansonsten 67 Flottillen in Reserve. Kommt die ganze Flotte her? Ach so, erobert. So, in letzter Zeit. Aha, wir haben also doch ein paar Schiffe. Ich habe keine einzige Marinebasis bisher gebaut. Alles irgendwie aus erobertem Gebiet. Aber wenn man sich halt die Flotten der anderen anguckt, das reicht noch lange nicht. Und ich denke, wir brauchen dieses riesige Land her, wo das meiste Geld reinfließen muss, falls die anderen Großmächte sich mal zusammentun, um so richtig Stress zu machen. Und um das halbwegs zu überstehen, hätte ich dann lieber ein sehr, sehr großes Land her und hat einen Markt, der schon darauf ausgerichtet ist, dass über See eh halt nichts reinkommt. Das Land dann einfach zusammenzuhalten. Und die Musik hat sich wieder verabschiedet. So, und dann können wir Frankfurt auch noch nehmen, finde ich. Und vielleicht reicht es, einen General zu mobilisieren. Sind ja nun doch irgendwie ausreichend in der Überzahl, dann ist man sogar ein bisschen im Plus mal. Weil teilweise, meine ich, ist das Plus ja noch aus den Diplomatiepakten, weil die Russen eine Menge abdrücken. Das heißt, ohne wäre es finanziell noch enger. Also gut, die Zinsen sind inzwischen ein hoher Posten. Aber ja, gut, das Militär ist auch nicht gerade günstig. Aber was will man machen? Man braucht es ja irgendwie schon. So, und könnt ihr vielleicht mit eurem einen Bataillon. Wird euch aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso niemand zu Hilfe kommen. Wenn ihr so einfach aufgeben könntet, wäre das nicht schlecht. Wollen sie aber anscheinend nicht so. Das war dann jeden, also gleich gewesen, der Staat Hessen. Mal darauf angeguckt. Gut, mit einem Krieg gegen Preußen könnte man hier schlagartig noch eine Menge Staaten zusammenkriegen. Haken wäre natürlich, dass man sich dann die Grenze mit Österreich einfängt. Wenn es wahrscheinlich wirklich noch deutlich besser wäre, hier erstmal in Süddeutschland weiterzumachen. Dann bei Zeiten irgendwann, was ist das? Radikal, achso, aber geht uns nichts an. Nur eine Revolution da drüben. Na gut, dann könnte natürlich auch noch hier oben Schleswig-Holstein. Theoretisch Skandinavien, also. Aber es käme wieder darauf an, wer da mit reinspringt. Ob man das wirklich vernünftig erobern kann. Macht Frankfurt bitte mal eben platt. Realisierte Steuern sind inzwischen auch riesig. Und auch die Bevölkerung ständig ansteigt und alles. Vielleicht wären doch noch ein bisschen Regierungsverwaltung nicht schlecht, weil der Kram hier hinten. Gut, die sind ja zum Teil noch mit Eingliedern beschäftigt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, wir könnten auch noch hier und da eine Regierungsverwaltung gebrauchen. Man hat keinen Gummi, um da mal auf die Telefone umzustellen. Das ist ein wenig lästig. Aber es wurde in der Folge jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt, dass das irgendwie fehlt. Und es nicht so viele Möglichkeiten gibt, da jetzt direkt was gerade dagegen zu tun.
Wenn die total besetzt sind und halt immer noch nur minus 11 pro Woche verlieren. Kann man die jetzt nicht einfach direkt irgendwie annektieren und gut ist? Frankfurt unterstützt nicht länger Österreich als Vereinigungskandidat. Das finde ich gut. Der Versuch einer letzten Geste wahrscheinlich, ob man nicht vielleicht doch noch sie in Ruhe lässt. Wir haben einen guten Jahrgang. Dann steigert die Produktion. Dann haben wir für unseren Markt erstmal eine Weile genügend Wein. Befördert die Massen. Ich meine zumindest, das war hier ein Problem zuletzt. Ja, Zucker, wie gesagt, die Farm irgendwie ausbauen. Ja, Wein ist auch noch auf der Problemliste. Aber immerhin schon mal etwas weiter unten. Kämpfe da unten. Okay, die gehen uns nichts an. Und dann haben die Frankfurter gleich auch mal eingesehen, dass es hier vorbei ist. Ich wäre dann komplett Hessen als Staat halten würden. Gewählt wird auch noch gleich. Ich nehme mal, dass da nicht zu viel Unsinn passiert. Okay, noch 2 Wochen eben, dann ist das hier durch. Abgeschlossen. Auf Deutschland zu. Großteil Norddeutschland ist jetzt unter unserem Banner vereinigt. Entweder kriegen die Politiker ein bisschen was oder der Staat. Ach komm, der Staat kriegt noch so ein bisschen Prestige und Einfluss. Ja. 2 fehlen noch. Norddeutsche Staaten und man wird sich halt überall Ärger einhandeln. Potenziellen Großmächten wäre hier drüben Österreich-Ungarn. Könnten halt hier an die Front fluten. Irgendwie hier. Für Konvois und sowas sollten die irgendwie haben und dann hat man schon ein Problem. Also eigentlich müsste man, also Sachsen-Meiningen müsste noch weg und dann als nächstes auf der Liste Baden, Württemberg und Hohenzollern. Vielleicht wirklich in Richtung mal gucken, ob man Deutschland kriegt. Und dann hätte man, müsste man noch Bayern, Sachsen und Preußen aus dem Weg räumen. Hier bei Preußen wäre gerade keine Großmacht direkt dabei. In Sachsen, naja, Russland kann man meist schlagen. Deren Heere sind nicht so ganz up to date immer. Und okay. Bayern wäre es ja unangenehm. So gut, wenn man Preußen schlägt, hätten wir genügend für den Norddeutschen Bund, aber eins nach dem anderen. Erstmal Baden, wo uns theoretisch keiner dazwischenfunken sollte. Und ich sehe gerade auch auf die Zeit. Ja. Mal sehen, ob das noch was wird mit Norddeutscher Bund oder Deutscher Vereinigung ohne Gummi, ohne die modernen Sachen. Leider muss man die Kriege eigentlich jetzt möglichst schnell führen, bevor die anderen das hochgetaggt haben, weil man dann ein echtes Problem hätte. Oder ob man doch sagt, komm, das reicht, das so entspannt zu halten, wie es jetzt ist. Ist auch schon eine Menge Land. Wir werden sehen. Damit dann an dieser Stelle aber auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.